Guten Tag, Freunde. Ich habe mich jetzt hier entschlossen, doch ein neues Let's Play noch zu machen, statt nur eine Vorstellung für das Spiel. Und zwar spielen wir jetzt Mark of the Ninja. Ich habe das noch nicht viel gespielt, das Spiel. Ich habe mir quasi direkt beim Erscheinen gekauft. Das war, ich glaube, Ende September, weil ich es einfach cool fand. Aber jetzt habe ich mal ein bisschen Zeit und kann ein bisschen das Ganze hier anspielen und so eine erste Session in den Kasten bringen. Also, worum es geht, werdet ihr dabei erfahren. Ich erzähle es auch gleich noch ein bisschen. Man sieht es auch im ersten Level. Also, viel Spaß. Hey, you. Don't you hear the bell? I'm here to help you. Rule number one, don't get me killed. Hier. Wir können springen und so an Wänden festhalten. Schleichen. Ich bin ein echter Ninja auf jeden Fall. Hier, wenn ich Geräusche mache, dann kommt sowas wie jetzt von dieser Glocke, so eine Art Schallwelle. Die zeigt mir auch, in was für einem Umfeld kann ich gehört werden von Wachen zum Beispiel. Da bollert einer. Ja. We got the one that ran away, sir. They should all be killed or captured now. Stand down and get ready to leave at 15. Wenn ich renne, mache ich halt Krach. Wait. Where's your sword? Stick to the darkness until you find one. Watch out. They're coming this way. Jetzt kann ich mich hier richtig schön Ninja-like, nämlich hinter solchen Sachen verstecken. Und das finde ich super. Und ich kann noch nicht töten, weil ich noch nicht meine Waffen habe. Okay, keep moving. In solchen Hauseingängen hier oder Türeingängen kann ich mich verstecken. More of them. Find a place to hide. Und muss das auch tun.
Wenn die Sachen nah genug ran sind, kann ich auch so hin und her switchen zwischen den einzelnen Verstecken. Hold up. Run and they'll be able to hear it. Genau, wenn ich laut bin und renne, dann mache ich halt wahnsinnig viel Krach. Wenn ich ein Ninja bin, bleibe ich im Verborgenen. Get under that ledge. From there, you can pull yourself up. Jawohl. Und gibt nämlich meinen Grappling Hook. Genau. Den Kopf, Leute. Für die Tasten sind hier bei meinem Gamepad vertauscht, leider Gottes. Ich habe kein richtiges Xbox Gameset. So, dann kann man sich nämlich hier schön hin und her schleichen. Da kann ich hin. Und hier finde ich direkt so eine Schriftrolle. Gibt extra Punkte und erzählt so ein bisschen was zur Hintergrundgeschichte auch. Kann ich denen nicht wirklich was tun, den Wachen? Good thing you were out cold. Looks like they don't know you're alive. Let's keep it that way. Und hier ist mein Schwert. Mein Schwert. Hi. The Sword of Tetsui. Now you're ready to kill. The beginning of the kill is like embracing a lover. The end, of course, is not. In richtig wilde Kampfgefechte sollten wir uns besser nicht verwickeln lassen, weil da hat man kaum eine Chance, die zu gewinnen. Also es geht wirklich darum, hier stealthy zu sein. Ich sehe auch jetzt so ein Schemen nur, wo ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Sollte er sich bewegen? Würde ich das nur sehen, wenn ich hier dieses Gitter, dieses Tor halt aufmache. Und so kann ich hier ganz raus. Man muss immer so ein kleines Minigame machen. Good work. But remember, you have to be quick to catch them. Und ich kann die Leute hin und her ziehen und ich glaube auch verstecken. Genau. Den holen wir uns da direkt über die. Oh, kommt da noch einer? Nein. Zack. Und weiter geht's hier. Genau, das ist mein nächster Ausrüstungsgegenstand. Die Ninja-Pfeile quasi. Und hier kann ich. The ink from your tattoo has honed your senses. Focus your thoughts and you can freeze time in your mind. Hier kann ich quasi die Zeit anhalten.
Und jetzt mir Ziele markieren. Und sobald ich loslasse, also die Zeit sozusagen weiterlaufen lasse. Kabäm! If you need more cover, you could always destroy the lights. Zum Beispiel hier. But shattering one will make a loud noise, so be ready for them to react. Huh, weird that this light went out. Hello? False alarm, I guess. Zack. Und der nächste. Schleichen wir uns mal von innen ran hier. Hoppala. Na, was macht er denn da? Man klebt sehr an den Wänden, ja. Den kann ich mir direkt schnappen hier. Keine Chance hast du gehabt, Kollege. Ansonsten kann ich auch so Ablenkungsmanöver machen hier zum Beispiel. Indem ich auf diese Dinger hier mal Pfeile schmeiße. Dann macht es einmal ordentlich Kadüng. Zack. Ziemlich cool, wie ich finde. We need to make him look the other way. Oh, okay, das kriege ich schon nicht aus. Das heißt, ich kann auf das Ding da fahren. Und da ist das passiert, was ich vermeiden wollte. Das ist das, was eigentlich nicht passieren soll. Und dann hat man es nämlich ziemlich schwer, vor allem wenn man nachher gegen mehrere Leute da irgendwas ausheckt. Da wird es ganz schön kritisch. See that door? Don't open it yet. Just lean against it and try to sense what's on the other side. Können wir das mal hier vormachen? Jetzt sehe ich da noch diese rote Silhouette von dem. Aber ich weiß nicht genau, was da drin passiert. Und wenn ich jetzt hier reingucke wieder, sehe ich, oh, er ist schon viel näher wieder. Thank you.
was that? Machen wir erstmal das Licht aus. Anyone out there? False alarm. So. Den können wir uns hier vornehmen und vielleicht in die Ecke hier schlören. Ich bin ein Ninja. Ups, falsche Taste. Und weiter geht es. I scouted up ahead. They're taking Ninja as hostages, and Master Azai is in trouble. We have to hurry. Ja, diese Map, die verstehe ich sowieso nicht. Insofern sehen wir mal zu, dass wir hier die anderen Ninjas befreit bekommen. Und schön die Glocke schlagen. I thought I heard something coming from here. Dachtest du, hä? Hat er gedacht, der Kollege. Aber sneaky Mission hier. Komm, geh wieder rein oder dreh dich um. Everything seems fine. Satzung. Und hier haben wir nämlich schon den ersten. They caught us by surprise. Puff und weg. Hier schön zu mir in Schacht, Kollege. Und da können wir direkt den nächsten befreien. This is the end. Verprügelt den da richtig. So. Schluss damit. Don't worry about me. Go save Master Azai. I will. Hüpfe ich hier rum wie so ein junges Reh und okay, das ist dem jetzt natürlich unmöglich gewesen zu bemerken. Thank you.
dass wir vor seinen Augen seinen Kollegen erstochen haben. Aber dafür wird er natürlich direkt bestraft, für diese Unachtsamkeit seinerseits. Hier haben wir schon wieder eine Wache. Wobei, der sieht mir fast so aus, als könnten wir den umgehen. Achso, ich muss aber ja... Dann wirst du trotzdem getötet. Und da haben wir den Master. You picked the wrong guys to rob, Sensei. Klatsch macht's. Huch. Was jetzt passiert? Boys. Da ist wohl kurz mal das Spiel abgestürzt, aber... Also, oder Fraps ist abgeschmiert, ich weiß es nicht genau. Dieses Minigame nicht geschafft. Das heißt, das war jetzt ein imperfect kill. Aber können wir den Meister befreien? For centuries we have stayed hidden. We shunned the modern world and its jackals. But today, our enemies have found us. We must strike back. We will fight for our survival and our honor. I foresaw this day would come. And so, I called upon a champion to fight for us. He has accepted the first mark. He will defend the clan at a terrible cost. Mm-hmm. Also es gibt sogar extra Punkte, wenn man es schafft, überhaupt niemanden umzubringen und auch gar keinen Alarm auszulösen. Aber ich hatte jetzt Bock drauf, die umzubringen. Okay. Das war also jetzt so das erste Level, das Tutorial-Level. Und hier mache ich jetzt auch erstmal einen Cut. Und beim nächsten Mal bin ich dann auch blind. Und dann schauen wir mal, wie das wird. Ich freue mich drauf, Ninja zu spielen. Bis dahin, adieu.